Ihr Lieben, hier ist dein Pierre Frank. Finde deinen Seelenpartner. Damit wollen wir uns ja ein bisschen beschäftigen, wie du dich für die Liebe deines Lebens öffnest. Und in dieser Folge wollen wir mal ein bisschen nachgehen, denn ich werde ganz oft gefragt, wie ist denn das, wenn der Seelenpartner dann zu mir kommt? Dann gibt es ja diese kraftvolle, wundervolle, außergewöhnliche Liebe. Und was muss ich denn da machen, dass ich diese Liebe vielleicht jetzt schon auch schon spüre? Muss ich so lange warten, bis diese Liebe tatsächlich in mein Leben kommt? Und da gibt es einen Trick. Und diesen Trick zeige ich euch heute, wie du diese Liebe bereits jetzt spüren kannst. Und dann wollen wir uns mal noch mal ein bisschen anschauen, woran liegt das denn, dass vielleicht du bereits offen und bereit bist für eine Seelenpartnerschaft, aber vielleicht dein Seelenpartner noch gar nicht. Was ist denn dann? Oder umgekehrt, dein Seelenpartner ist bereits da und wartet und klopft schon mit den Fingernägelchen und du bist noch gar nicht bereit. Was passiert denn dann? Und das schauen wir uns auch gleich an. Also, finde deinen Seelenpartner. Wir gehen ja anhand von diesem Buch ein bisschen voran. Wenn du dieses Buch bereits hast, super, denn das brauchen wir. Da werden wir immer wieder ein bisschen durchgehen. Und dann gibt es später nämlich auch richtige einzelne Sätze, die für dich wesentlich sind, dass du die auch dir anstreichst. Falls nicht, warte, ich gebe hier kurz noch diesen hier in den Chat den Link rein. Hier kannst du das Buch bestellen, wenn du magst. Also, heute wollen wir mal ein bisschen schauen, diese Liebe. Muss ich da wirklich so lange warten? So, und wenn wir über die Liebe sprechen, in den letzten beiden Folgen, also die Folgen davor, da haben wir mal geschaut, wie ist denn das, wenn ich das Rationale ein bisschen nach unten senke, da wo meine Intuition ist, also da hier ein bisschen mehr Raum und Kraft gebe und wenn ich tatsächlich meine Herzebene ein bisschen mehr öffne, das haben wir gemacht, wie spürt sich das dann an, was passiert denn da? Und dann haben wir in der letzten Folge uns mal angeschaut, warum ist denn das so wichtig eigentlich, dass wir eine Entscheidung treffen, nämlich dass es unseren Seelenpartner bereits da draußen gibt. Und falls du diese beiden Folgen nicht gesehen hast, schau dir das an, weil es ganz schön ist, dass du da auch mal den Schritt mitgehst, weil das ganz wesentlich ist, ob du glaubst, dass dein Seelenpartner da draußen ist oder ob du es nicht glaubst. Heute wollen wir mal uns ein bisschen anschauen, wie ist denn das mit dieser Liebe? Muss ich da so lange warten? Kann ich denn überhaupt nicht lieben ohne meinen Seelenpartner? Also diese außergewöhnliche Frequenz der Liebe, die ja mit meinem Seelenpartner stattfindet, gibt es die vielleicht jetzt auch schon irgendwie in mir? Und das schauen wir uns an. Also, dieses Kapitelchen, ich lese ganz kurz wieder eine Seite und dann reden wir darüber. Die Liebe beginnt nicht mit dem ersten Treffen. Die Liebe war schon immer in dir. Also, wenn glückliche Paare über ihr Kennenlernen erzählen, glauben Sie, dass alles begonnen hat, als Sie beide zum ersten Mal diese Magie gespürt haben. Aber in Wahrheit beginnt das Zusammenkommen mit deinem Seelenpartner nicht erst auf einer Party oder einem Hotel im Urlaub. Auch nicht an einem Strand in der Südsee oder bei einem Meeting in deiner Firma. Es beginnt auch nicht erst bei der Sportveranstaltung, einer Busfahrt in Indien, einem arrangierten Treffen deiner Freunde, die glauben, jetzt wäre es aber mal endlich wirklich an der Zeit, dass du unter die Haube kommst. Es beginnt auch nicht beim Tanzkurs, als du diesen anderen Menschen das erste Mal gesehen hast. Es beginnt auch nicht erst beim Mitternachtskuss zu Silvester oder beim Treffen in Happiness House oder beim Fortbildungskurs, als man abends den Blick des anderen gespürt hat. Es beginnt früher, viel früher. Es beginnt nämlich bereits bei dem Gedanken an den Seelenpartner. Es beginnt bereits, wenn die Sehnsucht sich langsam meldet, wenn sich innere Türen zum ersten Mal behutsam öffnen. Es beginnt genau bei dir. Es beginnt immer bei dir. Und weil es bei dir beginnt, bist du nicht auf das Glück, den Zufall oder die Hilfe deiner Freunde angewiesen, sondern nur auf dich. Genau genommen hat diese Liebe längst begonnen. Sie ist bereits in dir. Du kannst diese Liebe fühlen. Diese Liebe zeigt sich erst als Vorahnung und macht sich immer deutlicher als Sehnsucht bemerkbar. Du kannst sie klar spüren, wenn du an deinen Seelenpartner denkst. Also, du bist schon auf dem Weg. In dem Moment, als du begonnen hast, dich mit dem Gedanken an einen Seelenpartner, an deinen Seelenpartner zu befassen, hat deine Reise
bereits begonnen. Wusstest du, dass du diese Gedanken nicht für dich behältst? Deine Sehnsucht wirkt wie ein energetischer Ruf. Dein Seelenpartner wird diesen Ruf des Erwachens empfangen, so wie du sein empfangen wirst. Also, das heißt, wir haben jetzt gerade zwei ganz wichtige Dinge gehört. Und da wollen wir gleich mal uns dann mal anschauen, ob wir das tatsächlich auch sofort für uns realisieren können. Also, das Erste, was wir gehört haben, ist, dass diese Liebe irgendwo in dir ist. Und die war schon immer in dir. Das ist super gut zu wissen, weil wir dann nicht mehr hoffnungslos sind. Wir müssen nicht warten, bis irgendwie das Horoskop günstig steht oder Karma irgendwie abgelöst ist oder deine Freunde den richtigen Partner für dich finden oder der Zufall kommt oder du einfach nur Glück hast. Nee, dadurch, dass es in dir ist, kannst du es entscheiden. Du kannst einfach diese Liebe öffnen. Das ist natürlich grandios. Also es liegt allein in deiner Hand, erstens. Das Zweite ist, wenn wir uns für diese Liebe öffnen, dann wirkt das tatsächlich wie ein energetischer Ruf. Klar, wenn wir uns der Liebe verschließen, indem wir meinetwegen in niedere Frequenzen gehen, zum Beispiel in Eifersucht, Scham oder Trauer oder dem Glauben, ach, ich glaube nicht, das wird nichts, so, dann schließen wir es. Aber wenn wir in diese Liebesfrequenz hineingehen, das ist ja die Frequenz, die wir mit unserem Seelenpartner erleben wollen, dann öffnen wir uns bereits für diese Partnerschaft und tatsächlich wirkt das wie ein ganz starker, kraftvoller, energetischer Ruf. So, und deswegen wollen wir uns mal jetzt eine kleine Übung machen. Und zwar, wir machen Folgendes. Wir wollen mal schauen, wie ist denn das, wenn unser Seelenpartner da draußen irgendwo ist und wir den treffen. Was wir also tun werden, ist Folgendes. Du setzt dich mal ganz in Ruhe, ganz entspannt hin und atmest durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Das machst du ein paar Mal, weil dadurch werden wir ruhiger und gehen einfach mehr ins Urvertrauen. Also du atmest durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus, also du atmest ein, durch den Mund wieder aus. Okay. Und dann, wenn du magst, kannst du die Augen schließen und dann stellst du dir mal vor, du würdest jetzt eine energetische Verbindung mit deinem Seelenpartner machen. Und du stellst dir diesen Seelenpartner vor, aber den stellst du dir nicht körperlich vor, also nicht, wie groß oder klein er ist. Und du stellst dir auch nicht vor, wie er dich umarmt oder dich begrüßt oder eine Situation, wo ihr euch trefft, sondern du spürst nur energetisch. Da draußen gibt es deinen Seelenpartner und du verbindest dich mit diesem Seelenpartner energetisch. Spür das mal. Und jetzt spürst du mal nach, wie fühlt es sich denn an, wenn du mit deinem Seelenpartner zusammen bist und diese Liebe dann dort erleben darfst. Wie spürt sich diese Liebe an? Geh mal in dieses Gefühl hinein. Also du verbindest dich energetisch mit deinem Seelenpartner, den es da draußen gibt. Du stellst dir den nicht körperlich vor. Keine Situation, keine Aktion, einfach nur, da gibt es diese Verbindung bereits. Und wenn es diese Verbindung gibt und dein Seelenpartner bei dir ist, dann entwickelt sich diese kraftvolle, wundervolle, außergewöhnliche Liebe. Und dieser Liebe gehst du mal ein bisschen nach. Wie spürt sich das an? Und schreib doch mal bitte auch hier ruhig in den Chat hinein, wie spürt sich das jetzt an? Wie spürt sich die Liebe an? Mit deinem Seelenpartner. Was empfindest du da? Also schreib das ruhig mal hier in den Chat rein. Wenn diese Verbindung mit deinem Seelenpartner stattfindet und du diese Liebe spürst, da kommt dir schon heißes Herz, Ruhe und Entspanntheit, kommt ganz doll rein, vertraut, warm und Licht, Wärme und Vertrautheit. Und wir sehen, da spürst du jetzt Herzklopfen,
Das spürst du nicht erst dann, wenn dein Seelenpartner in dein Leben tritt, sondern das kannst du bereits jetzt spüren. Verstanden auf allen Ebenen, Wärme, vertraut, Freude, stark, kräftig, kribbelnd, klar. Wie ankommen, endlich ankommen. Warmes Gefühl, das nach außen strahlt. Mir wird ganz warm und seine Nähe ist ein ganz schönes Gefühl. Glückliche Tränen, Fröhlichkeit, Aufrichtigkeit, Beständigkeit, Kraft, Freude und Licht, Zufriedenheit und Wärme. Ich muss lachen. Ich bin glücklich. So, was haben wir jetzt gemacht? Da, das ist eine solch tiefe Verbindung, bei der das Herz aufgeht. Geborgenheit und Sicherheit, Freude und Glück. Also überlegt mal, was wir jetzt gerade spüren. Auch glückliche Tränen. So, wir spüren das jetzt. Also wir sind ins Vorfühlen gegangen, wenn du dich energetisch mit deinem Seelenpartner verbindest. Das heißt, wir haben den Fokus auf etwas anderes Neues gelegt und sind eine energetische, mentale Verbindung mit unserem Seelenpartner eingegangen und haben uns dann auf die Liebe fokussiert, die dann entstehen wird. Aber wir fühlen es ja jetzt. Wir können es aber nur fühlen, wenn es bereits in uns ist. Also ist diese Liebe bereits in dir, jetzt in dir. Tiefe Ruhe. Als würden wir uns umkreisen auf einer energetischen Ebene und wären uns sehr nah. Und das spürst du jetzt. Und du siehst, was du jetzt gemacht hast, ist ein kleiner Trick. Du hast gesagt, wenn der da ist, dann fühle ich. Und dieses Gefühl hast du jetzt in die Gegenwart geholt und das kannst du nur in die Gegenwart holen, weil es bereits in dir ist. Und du öffnest dich einfach dieser Liebesfrequenz. So. Und das Wundervolle daran ist, wenn du dich jetzt dieser Frequenz öffnest, öffnest du sie auch nach außen. Und plötzlich ist in deinem Resonanzfeld dieses Liebesfeld und dieses Frequenzband, das hoch schwingt, plötzlich tatsächlich sichtbar. Okay. Als Einheit in einem hellen Licht sicher umarmt. Ist das nicht wundervoll? Okay, warte, ich gebe es euch hier nochmal hier rein. Genau. So. Also stellt euch das mal vor. Du spürst es, und das musst du dir ganz bewusst werden. Das, was ich jetzt gespürt habe, besitze ich. Das ist nicht erst, wenn dein Seelenpartner kommt, sondern das wird wachgerufen, wenn dein Seelenpartner ist, da ist, weil er ja diese Frequenzerhöhung mit dir gemeinsam macht. Aber das ist bereits in dir. Das ist bereits in dir angelegt. Und das müssen wir uns ganz bewusst werden. Und deswegen meine Bitte, so die, bis zum nächsten Video, geh immer wieder in dieses Gefühl hinein. Setz dich hin, verbinde dich emotional, mental, energetisch mit deinem Seelenpartner. Was für ein Gefühl wird dann entstehen, wenn du mit deinem Seelenpartner zusammen bist? Und gib diesem Gefühl Raum, lass es in dir entstehen. Gib diesem Gefühl immer mehr Kraft. Das weitet sich aus, das wird größer und größer und größer und größer und du bist sichtbarer. Das ist, wie hier geschrieben worden ist. Diese Sehnsucht wirkt wie ein energetischer Ruf. Das heißt, du bist bereits mittendrin auf deiner Reise. Ja, es gibt viele Dinge, die dich vielleicht noch begrenzen. Ja, ich meine, wenn wir uns das Buch anschauen, schau mal her, wie dick das ist. Und das haben wir gerade mal hier angeguckt. Dabei haben wir sogar hier ganz viele Seiten übersprungen hier. Nämlich wie das Buch funktioniert. Auch das können wir uns auch nochmal anschauen. Das kannst du auch gerne nachlesen. Also finde deinen Seelenpartner, wie du dich für die Liebe deines Lebens öffnest. Ich habe den Link hier reingestellt, wo du das Buch bestellen kannst. Wichtig ist nur, dass du jetzt erkennst, dass diese hohe Frequenz dieser Liebe bereits in dir angelegt ist. Wenn ich weiter fühle, kommt eine große Freude und Zufriedenheit in mir hoch. Genau. Das alles ist bereits in uns. Und deswegen bist du längst bereit für deinen Seelenpartner. Vielleicht gibt es noch Blockaden, aber du bist bereits da. Sonst würdest du dieses Video nicht angucken, sonst würdest du dir dieses Buch nicht besorgen.
Du bist bereits auf deiner Reise. So, diese wundervolle Kraft dieser Liebe, der gib bitte immer wieder jetzt in den nächsten Tagen Raum. Das ist ein Schlüssel, wo du deine Tür aufmachst für deine Seelenpartnerschaft. Okay. Mein Herz wird immer ganz warm, wenn ich mich auf den Seelenpartner mit ihm verbinde. Perfekt. Dauer, Freude und Glück. Super. Habe das Buch schon. Genau. Haben Seelenpartner von Anfang an Gefühle für den jeweils anderen und sprechen sie darüber. Nein, also wir kommen ja auch daran, später dann, wie erkenne ich meinen Seelenpartner? Und ganz oft erkenne ich den Seelenpartner auch nicht, auch wenn er bereits da ist, wenn ich mich dafür nicht geöffnet habe. Und deswegen ist ja der Untertitel dieses Buches, wie du dich für die Liebe deines Lebens öffnest. Das ist der wichtigste Schlüssel überhaupt. Und deswegen werden wir immer solche Dinge wieder tun in diesem Buch, wo wir tatsächlich bereits spüren, wie wir aufmachen können. Und wir schauen uns natürlich auch vergangene Partnerschaften an. Was haben wir da mitgenommen, was uns begrenzt? Und wir schauen uns natürlich auch an, wie komme ich auf eine höhere Frequenz? Und auch wie wir uns emotional und mental mit dem Seelenpartner verbinden, da gibt es auch ein ganz eigenes Kapitel. Also wenn du schon vorlesen willst, kannst du das gerne machen. Aber irgendwann werden wir auch dahin kommen. Du weißt ja, wir machen die nächsten Wochen, machen wir immer wieder dieses Buch Schritt für Schritt für Schritt, bis wir unsere große Seelenpartnerformel beginnen. Also im September beginnt unser großes 8-Wochen-Programm, unser Intensivprogramm. Wenn dich das interessiert, geh auf meine Webseite pierrefrank.de und da findest du ganz viel darüber. Aber so lange wollen wir ja nicht warten. Deswegen, jetzt ist ja Sommer. Jetzt wollen wir die Liebe ausrufen. Also Sommer der Liebe soll beginnen. Kannst du, wenn du vorliest, diese Seite sagen? Das wäre toll. Ah, okay. Also was ich jetzt gelesen habe, war Seite 14 mit dem Titel Die Liebe beginnt nicht mit dem ersten Treffen. Und was ich jetzt gleich noch lesen werde, ist auch Seite 15, nicht immer geschieht das bewusste Erwachen gleichzeitig. Okay? Ich bin ungeduldig. Klar, sind wir alle. Voller Liebe. Perfekt. Kann sein, dass er in den Träumen erscheint, ohne Gesicht, nur das Gefühl. Ja, natürlich. Und das ist viel wichtiger als das Gesicht. Weil wir wissen doch gar nicht, wie der aussieht. Und das Gesicht spielt eigentlich auch keine Rolle. Und man weiß ja auch inzwischen aus der ganzen Partnerschaftsforschung, dass Paare nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr sehen, wie der Partner wirklich aussieht, sondern nur noch sehen, wie er innerlich aussieht. Das heißt, wenn der innerlich reich ist und glücklich ist und beseelt und ein positiver, kraftvoller Mensch ist, dann sehen wir diese Freude und diese Kraft. Und wenn ein wunderschöner Mensch aber eher pessimistisch ist oder, sage ich mal in Anführungszeichen, böse oder eben deprimiert oder eben immer verneinen, dann sehen wir nur noch diese Energie und sehen gar nicht mehr die Schönheit des Partners. Deswegen, das Äußere ist ja natürlich für uns immer wichtig, aber in Wahrheit geht es immer nur um etwas ganz anderes, nämlich um die seelische Entsprechung. Und deswegen, ein Seelenpartner, da spielt auch das Geschlecht keine Rolle. Also es kann auch Mann Mann sein oder Frau Frau sein. Oder auch ganz normale Partnerschaft oder normal, also einfach auch eine hetere Partnerschaft, also Mann, Frau. Und deswegen, wie der Partner aussieht, das können wir uns jetzt vielleicht gerne ausdenken, aber dann wird der Verstand uns immer ganz viel vorspielen, so an früheren Partnerschaften, so was sozusagen dein Muster ist, wie deine Partner auszusehen haben. Dann wirst du überrascht sein, wenn du jemanden kennenlernst, der ganz anders ist. Ich zum Beispiel war überhaupt nicht der perfekte, aussehende Partner für Michaela. Für sie war auch immer ihr Fangmuster, was sie hatte, sah immer ganz anders aus. Und dann kam ich und alles war da. Deswegen sollten wir uns da keine Gedanken drüber machen, sondern eher wirklich in das Gefühl gehen. Okay, aber was, wenn der Seelenpartner sich nicht öffnet? Ja, okay, gut, dann machen wir mal gleich hier. Also, nicht immer geschieht das bewusste Erwachen gleichzeitig. Also, wir durchlaufen in unserem Leben viele Phasen des Lernens. Wir nehmen Informationen auf, wir entwickeln uns, wir machen Erfahrungen. Manchmal verstehen wir den Sinn dieser Erfahrung nicht ganz, denn auf viele von ihnen hätten wir ganz gerne verzichtet. Klar, kennen wir alle. Ne? Aber genauer betrachtet haben uns gerade diese Erfahrungen geschult, gestärkt, größer und bewusster und reifer werden lassen. Wir haben Dinge entdeckt, vor allem Dinge, die sich weniger an der Oberfläche, sondern tief in unserem Inneren abspielten. So, dein Seelenpartner
macht ebenso seine Erfahrungen auf seinem Lebensweg. Auch er kämpft und stolpert, er strauchelt und rappelt sich wieder hoch. Und mit jedem Hindernis wird auch er bewusster, wacher und reifer und innerlich größer. Auch dein Seelenpartner reift gerade zu einem Seelenpartner heran. Und ich habe ja schon mal gesagt, was ganz lustig ist, vielleicht liest er auch gerade dieses Buch. Und das Erstaunliche ist eben, dadurch, dass wir immer ähnliche Frequenzen haben mit unserem Seelenpartner, es ist schon so, dass zum Beispiel auf unseren Seminaren sich ganz viele getroffen haben, die sich erkannt haben als Seelenpartner. Noch nicht zu Beginn des Seminars, aber nachdem sie, wer im Laufe des Seminars sich immer mehr geöffnet hatten, haben sie plötzlich ihren Seelenpartner erkannt. Wow. So. Und genau das Gleiche ist in unserem großen Online-Programm, dieses 8-Wochen-Programm, was ich gerade vorhin gesagt habe, was auch hier im September beginnt, haben wir letztes Jahr schon gemacht. Und da haben sich auch plötzlich, also wohlgemerkt online, haben sich auch Seelenpartner erkannt. Nicht von der ersten Sekunde, aber als wir von Folge zu Folge gingen und immer mehr passierte mit Öffnungen, erkennen wir plötzlich unseren Seelenpartner. Das bedeutet, auf deine Frage hin, wenn der Seelenpartner noch nicht so weit ist, die erste Frage ist, woher weißt du, dass dein Seelenpartner ist, erstens, oder ist es nur eine Projektion, willst du das einfach, das ist jetzt mein Seelenpartner? Und ja, es kann sein, dass der vielleicht noch Ballast abwerfen muss, dass er vielleicht noch was lösen muss, dass da noch Dinge sind, die ihn blockieren und die ihn begrenzen und die es aufzulösen gilt. Und man weiß, dass Seelenpartner sich immer wieder umkreisen, bis sie soweit sind, bis sie sich tatsächlich erkennen. Und es kann durchaus sein, Beziehungen hängt, kann trotzdem sein, dass er dich bereits jetzt erkennt. Also auch da, der Zeitpunkt, auch da gehen wir nochmal genauer dann später ein in diesem Buch. Der Zeitpunkt kann auch so sein, dass der Seelenpartner kommt, wo vieles neu geordnet werden muss. Okay. Die meisten Menschen sind doch gar nicht spirituell. Einige Menschen glauben auch nicht an den Seelenpartner. Ja, ist ja in Ordnung. Das ist ja auch durchaus gut so. Jeder, das ist ja das Schöne, jeder darf doch das leben, was er gerne möchte. Das ist prima. Wenn andere das leben dürfen, was sie leben wollen, ist es super, weil dann darf ich auch das leben, was ich leben möchte. Und du darfst leben, was du gerne leben möchtest. Und deswegen ist es vollkommen wurscht, ob andere spirituell sind oder nicht. Viel wichtiger ist, du darfst sein, wie du gerne möchtest. Und es spielt auch keine Rolle, ob andere an den Seelenpartner glauben oder nicht. Es geht nur darum, glaubst du daran? Und möchtest du dich öffnen? Und möchtest du so eine wahre, tiefe Liebe erleben? Es geht immer nur um dich. Was denkst du? Deswegen kümmere dich nicht um das, was andere denken oder sagen. Sind deren Erfahrungen, es sind deren Projektionen und es sind deren Überzeugungen. Mach sie nicht zu deinen und versuch niemand anderen zu überzeugen. Das wird nicht funktionieren. Denn wenn jemand zu mir kommt und mich versucht zu überzeugen, dass es den Seelenpartner nicht gibt, der hat auch keine Chance. Denn ich lebe es. Seit 30 Jahren. Okay. Pierre, kannst du etwas verraten von dem 8-Wochen-Programm? Okay, ich stelle später den Link hier rein, dann kannst du ganz viel nachlesen, was es ist. Also wir machen, das haben wir letztes Jahr schon gemacht und dadurch, dass es so erfolgreich war und wir eine solche Resonanz bekommen haben von Menschen, die gesagt haben, dass sie jetzt ihren Partner gefunden haben, machen wir es jetzt im September wieder. Das ist, wir werden einmal in der Woche live sein, wir haben ein Workbook, wir haben einen ganz klaren Plan, den wir verfolgen, 8 Wochen lang. Es gibt immer wieder Meetings untereinander und dazwischen. Also da passiert ganz, ganz viel in diesen 8 Wochen. Und wir wollen diese intensive Zeit zusammen verbringen, damit wir Schritt für Schritt tatsächlich in diesen Energiestrom hineingehen. Und wenn du auf meine Webseite gehst, pierrefrank.de, da findest du dann dieses Seelenpartnerprogramm und da steht dann ganz viel darüber drin, was wir da tun wollen. Aber ich werde das auch noch rechtzeitig bekannt geben, also keine Sorge. Aber ja, wenn du magst, dann melde dich ruhig schon jetzt an, weil wir natürlich auch
bisschen begrenzt sind. Also wir nehmen schon viele an, aber wir sind auch ein bisschen begrenzt, wir wollen uns nicht zu sehr in die Höhe schießen lassen. Okay. Aber was mache ich, wenn mein Seelenpartner ein Freund, Freundin ist, wird, ist aber auch gerne ein Lebenspartner, ich aber gerne einen Lebenspartner möchte, bleibe ich dann solo oder habe ich doofe Partnerschaften? Okay, also das ist die Frage, gibt es nur einen Seelenpartner oder gibt es viele? Also es gibt viele, viele, viele Seelenpartner. Dein Sohn, deine Tochter kann ein Seelenpartner sein, deine Eltern können Seelenpartner sein, dein bester Freund oder Freundin kann ein Seelenpartner sein. Und wenn du einen Freund oder eine Freundin hast und die dein Seelenpartner ist und mit dir dein Leben begleiten möchte, gratuliere dir. Du hast einen Seelenpartner als Freund. Super. Heißt aber nicht, dass du nicht auch eine intime Partnerschaft mit einem Seelenpartner haben kannst. Also es gibt viele Seelenpartner und glücklich sind die Menschen, die sich tatsächlich für solche Seelenpartnerschaften öffnen. Und deswegen nimm diese Freund oder diese Freundin wirklich als Seelenpartner an, aber bleib weiterhin dabei, ich treffe jetzt auch meinen Seelenpartner, mit dem ich eine intime, tiefe Liebesbeziehung führen kann. Okay? Mich würde der Unterschied zwischen Projektion und Seelenpartner interessieren. Ja, da gehen wir dann später nochmal sehr ausführlich dann drauf ein, wenn wir die verschiedenen Formen von Beziehungen besprechen, also wie wir Menschen in unser Leben ziehen. Also einmal die körperliche Ebene, da ziehen wir Menschen in unser Leben. Wir ziehen über die romantische Schiene, also über die emotionale Schiene Menschen in unser Leben. Da passieren die meisten Projektionen. Und da tauschen wir uns dann intensiver ein bisschen aus, weil da möchte ich länger darauf eingehen. Aber immer dann, wenn wir im Mangel sind, wir brauchen jemanden, der muss mir das geben. Also wenn wir merken, dass wir eng werden oder so, dann ist es meistens eine Projektion. Oder wenn der oder sonst niemand und dann sind wir zu Tränen gerührt und sind wir verzweifelt, dann ist es meistens eine Projektion. Der Seelenpartner, der gibt dir diese tiefe Gewissheit. Das ist dein Seelenpartner. Der hat kein anderes Interesse, als mit dir zusammenzukommen. Der ist nicht die Wahl, ja, vielleicht du oder wenn du nicht, dann gehe ich woanders hin. Nee, das ist ja nicht dein Seelenpartner. Das ist dann deine Projektion. Der spielt dann damit. Vielleicht sagt er sogar, ich bin ja ein Seelenmaterial von dir. Ja, Worte können alle aber irgendwie von sich geben. Aber ein Seelenpartner ist diese tiefe Ruhe, der Strom, das ist diese Verbundenheit. Das spürt man. Und da gibt es nicht diese Enge oder die Verzweiflung. Und Projektionen meistens ist es, was mache ich nur? Der ist es und der sieht es nicht. Der sieht, wie überzeuge ich den? So, und da merkst du schon, wie alles eng wird. Ne? So, ach so, dachte er, kann es erst später erkennen. Ja, aber dein Verhalten, wenn du dieses spürst, der ist es und sonst keiner. So, also kann eine Projektion sein. Was machst du, wenn es eine Projektion ist? Wenn du dir einfach einredest, das ist mein Seelenpartner, aus. Und er ist es gar nicht, und du wartest 10 Jahre. Na, bravo. Dann hast du deinen Fokus auf diesen Menschen gelegt, der vielleicht gar nicht dein Seelenpartner ist. Und 10 Jahre deines Lebens hast du immer da hinein gewartet und gewartet und gewartet und dich nicht geöffnet. Und deswegen lass dich mal auf den Prozess ein, indem du dich einfach öffnest. Und dann wirst du vieles, vieles merken. Wir sind ja schon mal, ich habe ja auch gerade vorhin gesagt, wir sind ja hier, wenn du das Buch siehst, hier sind wir, und wir sind bei Seite 14 und ich habe hier nochmal 10 Seiten ausgelassen. Und wir wollen ja langsam und beständig und ruhig dort hineinfließen in dieser Seelenpartnerschaft. Und damit du diesen Wandel ruhig und fließend machst. Okay, noch eine Frage will ich beantworten. Okay, verstehe. Ich träume lieber. Wie ist es dann, wenn eine bestimmte Person immer wieder in Träumen auftaucht? Also es kann gut sein, dass das bereits eine Vorahnung ist, ein Vorfühlen ist. Und ganz schön ist, wie fühlt es sich an, wenn dieser Mensch auftaucht? Also ist es wirklich dein Seelenpartner, der immer wieder auftaucht? Oder es kann auch sein, ein Berater oder ein ehemaliger Verstorbener. Es gibt ganz viele Menschen, die du bereits kennst. Kann auch sein. Es kann also ganz vieles sein. Aber geh einfach mal in dieses Gefühl hinein. Was ist das, was sich da meldet? Und dann mach doch auch diese Übung, die wir jetzt gerade gemacht haben. Verbinde dich doch mal energetisch mit
demjenigen oder derjenigen, die in deinen Träumen auftaucht. Also im Wachbewusstsein verbinde dich da mal und schau mal, was ist das? Was will dieses Energiefeld mir sagen, was sich da bereits jetzt in meinem Leben meldet? Und dann wirst du ganz viel erfahren. Denn das Interessante ist ja, wenn wir fragen, was soll mir das sagen, dann wollen wir das wieder rational erfassen. Das können wir aber nicht. Es ist eine emotionale, seelische Ebene. Also das geht nur aus der Intuition. Und wenn wir die DNA-Forschung mal ein bisschen genauer anschauen, werden wir auch noch tun. Ich will sie aber jetzt nur ganz kurz streifen. Da weiß man inzwischen, dass in unserer DNA ganz viel an Wissen vorhanden ist. Früher hatte man gedacht, all das, was da drin ist, weil man das nicht entschlüsseln konnte, ist Müll. Also man wusste nicht, was es ist. Man nannte das dann die Junk-DNA. Und heute weiß man, all das, was da noch drin ist, was da noch kodiert ist in unserer DNA, das ist das Wissen unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern. Und wir sind mit ihnen verbunden. Wir haben mit ihnen eine ganz starke Verbindung. Und klar, wir haben ja diese gleiche DNA, die sich daraus entwickelt hat. Und wir sind sozusagen die Spitze. Wir sind das Endprodukt dieser gesamten Ahnengalerie. Und dann kann es auch sein, dass sich da jemand meldet aus dieser Ahnengalerie. Kann auch sein, dass jemand aus dieser Ahnengalerie dein jetziger Seelenpartner ist, der gerne wieder zu dir kommen möchte. Also es gibt ganz viele, viele Varianten. Deswegen ist es so wesentlich, dass wir aufhören, rational zerfassen zu wollen, sondern einfach nur uns einlassen, es geschehen lassen und nicht erzwingen wollen. Ja? Das Gesetz der Resonanz habe ich jetzt auch angefangen zu lesen. Wo bist du noch? Einfach nur toll. Also wenn du magst, genau, das Gesetz der Resonanz, wenn du das liest, dann verstehst du auch ganz viel davon, was ich jetzt gerade hier erzähle, was ich nur am Rande streifen kann. Denn ich will ja eigentlich kürzere Videos machen, damit wir eine gewisse Beständigkeit entwickeln. Wenn sie zu lange dauern, dann hören wir irgendwann nicht mehr wirklich zu. Also, heute ist unsere heutige Aufgabe, ist, dass du bis zu den nächsten Videos dich immer wieder mal hinsetzt und eine energetische Verbindung schaffst mit deinem Seelenpartner. Schaust, was für ein Gefühl entwickelt sich, wenn dein Seelenpartner in dein Leben kommt. Und dann spür diese Emotion, diese Liebe. Und ich habe dir ganz viel geschrieben hier. Spür dem nach, gib dem Raum, lass das ein bisschen ausweiten. Und werde dir bewusst, das kannst du nur deswegen ausweiten und spüren, weil es jetzt bereits in dir ist. Und du öffnest dich bereits. Du öffnest diese Frequenz bereits. Und das macht sich nach außen sichtbar. Also die nächsten Tage, bitte, 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 also nochmal, wenn du das Buch nicht hast, bitte bestell es dir. Warte, ich tue den Link hier nochmal rein. Okay, so. Da hier kannst du das Buch bestellen. Wir lesen immer wieder in diesem Buch, jawohl, ich sage auch in Zukunft die Seitenzahl, was wir lesen. Und ganz wichtig, lass dich ein bisschen auf diesen Prozess ein und verbinde dich emotional, bitte, immer, immer wieder. Die nächsten Tage und spür diesem Gefühl nach. Und dann schreib doch mal hier in den Kommentaren rein, was passiert denn mit dir, wenn du diesem Gefühl nachgehst? Merkst du eine Wandlung? Merkst du eine Veränderung? Es gibt eine große Veränderung. Wenn du das ein paar Tage machst, wirst du sehen, dass sich in dir etwas verändert. Aber das verrate ich jetzt noch nicht, sondern das schaust du selber mal. Okay, also ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Geduld, für eure Loyalität und euer Interesse. Und vor allem vielen Dank, dass ihr daran interessiert seid, euren Seelenpartner kennenzulernen. Weil, stell mal vor, wenn wir alle unseren Seelenpartner haben, was für eine wundervolle Welt ist das denn? In diesem Sinne, alles Liebe.